So, ich bin jetzt hier beim Holländer hier mit seinem Elkon, Elkon-Fahrzeug. Elkon 4WD. So, er schraubt gerade noch. So, was haben wir denn hier Schönes? Ja, alles aus, alles stabil hat er hinten ausgehangen. Ansonsten Alu-Radträger, Alu-Lenkhebel. Vorne natürlich Radträger, hinten Querlenker aus Alu. Hier das Differential. Hier Scheibenbremse. Dann hier die Bremse vorne. Zwei Servos für die Anlenkung. Ein Elkon-Auspuff. So, was haben wir hier sonst noch? Klar, Allradantrieb, Stabi vorne, Stabi-Halterung, Alu-Lenkhebel, ganz normale Big Bore, also Big Bore, das sind ja Fettburg, wenn man jetzt so 1-8 Sektor sieht, dicke Dämpfer drin. Ja, offenes Differential hier. So, hier ist der Luftfilter. Das ist hier sein Elkon mit seiner coolen Karosserie da unten. So, jetzt macht er ein letztes Tuning hier. 14 Sekunden sind Sascha auf der Eis und Jörg auf der 2, aber Sascha ist mal, jetzt war gerade am Schrauben. Darf ich dich kurz fragen, wie ist dein Name? Hank Mulder. Hank Mulder. Okay, wie alt bist du? Ich bin 52. 52 und kommst woher? Ich komme aus Holland. Du kommst aus Holland? Ja. Bei welchem Verein bist du? Ich bin bei den MCORC. MCORC? Ah, okay. Deutsche Verein. Okay, bei einem deutschen Verein. In Holland habe ich keine. Ja. Wie lange machst du jetzt Modellbau? Fast 10 Jahre. Ah, seit 10 Jahren. Und jetzt immer nur Großmodelle? Ja. Immer nur Großmodelle, okay. Ah, ja. Nicht schlecht. Und RSN ist jetzt deine erste Saison? Zweite Saison jetzt. Ja, zweite Saison. Hm. Und du bist der Einzige aus Holland, ne? Neue Schlechteste von Ja. So, und das hattest du gesagt, ist was? Doppelung. Dach, die Kupplung ist hier dahinter, ne? Hier ist die Kupplung. Ah, hier ist eine Kupplung einmal und hier ist die Kupplung. Ja, sieht ein bisschen anders aus wie bei anderen Modellen. Und das ist jetzt ein Zenoa-Motor? Ja. Aber hier von MRS. MRS. Von MRS etwas aufgetunt. Ah, okay. Ja. 23 Kubik oder 26? 26, okay. 26 Kubik Motor. Etwas aufgefallen. So, das hier ist, hast du was als Schutz? Wärmeschutz oder? Ja, da kommt die Wärme von dem Motor. Ah, okay, um die abzuleiten, damit es hier nicht auf die Bremsscheibe kommt. Genau. Ah, okay. Und in den Differentialen hast du kein Fett drin, nur gefettet, nicht gesperrt. Getriebeöl. Ja, aber nicht gesperrt. Ja, vorne ist gesperrt. Vorne gesperrt und hinten offen. Vorne gesperrt, vom Gas liegt. Ja. Ja, ansonsten, was hat er hier? Er hat hier einen Spezialdiff, ist aber noch nicht in Produktion, ist noch im Testen. So ein sperrbares Differential. Wenn er von der Bremse, also wenn er in Bremsen geht, in Rollen ist, ist es ganz normales Differential. Und wenn er Gas gibt, dann sperrt das. Das heißt, wenn ein Rad in der Luft ist, so wie das hier, dann ist es wie eine Starrachse, hat das trotzdem Traktion. Ja, nicht wie beim Differential. Wenn eins in der Luft ist, dann hätte man gar keinen Vortrieb. Ja, das hier ist der Elkon. So, und das hier ist der Vortech, der Elkon Vortech.